Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Die Reise hat begonnen mit dem Van, wo auch immer hin. Irgendwie Portugal, Europa, wie auch immer. Ich mache den ersten Zwischenstopp bei Mario und Victor, den guten Lionhearts, hier in Hamburg. Und der gute Van ist hinter uns. Der Ausbau ist nahezu fertig. Wir werden dazu auch noch eine Roomtour machen, aber erstmal wird heute Cross geballert. Gibt es sonst noch irgendwas zu erzählen, bevor das Video hier startet? Es gibt eine Aktion von gestern Abend, ne? Wir standen sonst immer zu Hause, da waren so Büsche um uns rum. Ich mache immer die Katzenkacke abends weg, ne? Zack, weg damit. Gestern Abend, ich habe gar nicht realisiert, ach, ich bin ja bei denen auf dem Grundstück. Guckt euch den Pickup hinter uns an und auch direkt Victor mit dem Bild hier drin. Weißt du, was mir gestern passiert ist, Victor? Ich, Tür auf, rauf die Kacke aufs Auto. Ich so, dong, höre ich nur Metall. Ich denke, oh, scheiße. Einfach, War nur Marens Auto, alles gut. Was heißt das? Ich meinte es. Denk ich, er ist so halbnackt, laufe ich so hin zu diesem Pickup, pack die Kacke wieder weg, denk mir so, scheiße. Dreh mich um, alles voll mit Kameras an diesem Haus. Ich denke mir, okay. Ja, wir werden jetzt gemeinsam die Motorräder einpacken. Der Motordeckel hoch. Es gibt noch ein kleines Batterieproblem, aber ja, wir werden gleich überbrücken und dann werde ich heute Cross fahren. Ich fahre zwar mit meinem Motorrad um die Welt, aber was so Crossfahren angeht, ist natürlich nochmal was ganz anderes, als wie wenn man jetzt sagt, man fährt, keine Ahnung, mit der Harley durch Island. Das heißt, ganz neue Dimension. Ich bin extremst aufgeregt. Mein Ziel, besser fahren als Victor, easy going. Oder? Das ist locker. Und dann... Ja, dann sagen die auch so Sachen, ne? Wir wollen mit 4 Motorrädern wollen wir reisen gehen. Ich denke mir so, Alter, eins, ich bin schon überfordert. Ist immer noch nicht dran am Camper. Kommt die nächsten Tage, Leute, kommt die nächsten Tage. Ein Motorrad hinten auf dem Camper drauf. Und mit den Kampffahrern fahren wir, mit denen fahren wir jetzt? Haben richtig Bock. Ja. Es ist ein richtig geiler Tag, so kann die Reise starten, auch wenn wir jetzt noch in Deutschland sind. Wenn wir hier 2-3 Leute abklappern, für uns ein bisschen reisen gehen, Freunde anfahren und heute Cross fahren. Junge, ich werd dich besiegen. Ja, dann mal los, ne? Was muss ich jetzt, muss ich irgendwas machen? Du kannst dir erstmal einen Helm aussuchen. Boah, das Ding ist es. Digga, damit nein, aber ich kann es ja auch cross-schräg fahren. Den oder... Der ist es. Das spüre ich direkt, die Verbindung zwischen mir und dem Helm. Ja, der sitzt gut. 10 von 10. Brustpanzer? Oh, Brustpanzer! Have you seen often Brusttanzer with titties on? You don't need it. I don't need it. Wobei, Handschuhe kann ich sonst auch die normalen, also einfach meine nehmen. Ja, hast du Crosshandschuhe? Nee, normale. Nee, dann, also dicke Lederhandschuhe, das geht nicht. Okay. This is the best day of my life. Sehe, wie man das macht, wenn man zu Besuch ist. Immer schön zugucken, wie andere Leute arbeiten. Richtig am Hasseln ist der junge Mann. Ja, kannst du die Tasche ins Auto tragen. Okay, warte, Alter, kann ich hier irgendwie den Job übernehmen an der Stelle? Was ist das denn? Einfach Arnold Schwarzenegger kurz gewesen. Easy. Da habe ich jetzt fast ein bisschen Angst, die wieder so zu tragen. Man muss in seinem Leben auch einfach mal ein bisschen Risiko. Leute, guck mal, normalerweise wollten wir hier am Camper hinten den Gepäckträger raufmachen, den wir auf die Kupplung raufklatschen werden. Und dann ein leichtes Bike rauf. Vermutlich die XT550. 150 Kilo oder so wiegt die, also so ganz leicht. Wenn ich das aber sehe, ist auch schon cool, ne? Einfach Bikes reinschieben, fertig. Boah. Habe ich das gerade fast alleine geschafft? Aha. Ich stehe nicht so weit. Du kannst dich hinstellen. Achso. Der wird sich nicht hinschrauben. Jetzt wird er reinschieben. Oh. Alter. Kannst du mal aus der Werkstatt den weißen durchsichtigen Spritkanister holen? Es gibt eine neue Aufgabe und zwar sollen wir aus der Werkstatt einen durchsichtigen weißen Spritkanister. Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Jetzt mal ganz ehrlich. Ein durchsichtiger Kanister, der ist ja nicht weiß. Hä? Das ist ja auf jeden Fall ein weißer Kanister hier. Sagt der durchsichtig. Naja, durchsichtig, der kann man durchgucken, Victor. Das ist weiß. Nee, durchsichtig bedeutet, dass man durchgucken kann. Du kannst da durchgucken, wenn da Sprit drin ist. Nein, durchgucken nicht, aber. Hm. Okay, soll ich dir noch irgendwas helfen? Nee, lieber nicht. Okay. Dann, im Abfall würde ich dazu sagen.
falsch und zugemacht? Nee, warte. Das ist ja eine Klappe, die zweite. Dann mal abfahren, würde ich sagen. Oh mein Gott. Wir werden mit dem Pickup fahren, weil wir nur ein Auto mitnehmen möchten und die Batterie von dem T5 ist so ausgelutscht, dass wir mit beiden Autos fahren müssen, um später wieder zu überbrücken. Dementsprechend sagen wir, okay, wir werden jetzt mit dem Pickup fahren, dass wir nur mit einem Auto fahren müssen. Das heißt, jetzt werden wir das aber auch noch überbrücken, weil da die Batterie auch ein bisschen ausgesetzt ist. Aber das wird dann später auch wieder so gehen. Ja. Ja. Das Auto läuft mittlerweile wieder. Victor hinter mir hart am Arbeiten, denn der Plan, die beiden Motorräder jetzt auf den Pickup zu bekommen. Kurz Spanngurte. So, der Plan jetzt, Spanngurte und dann Abfahrt. Wie wird? Ja, warte! Ich bin gleich gestolpert, Junge, mit meinem Bahnrad. Warte, halt fest. Ja, ich würde sagen, die Motorräder sind jetzt aufgeladen. Noch ein wichtiger Punkt, warum wir das unter anderem machen. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, mir vielleicht die Maschine von Mari zu kaufen. Sie hat nämlich zwei dieser Karren. Und für mich ist das natürlich eine enorme Chance, das Ganze heute mal auszuprobieren. Denn wir werden hinten an unserem Van auch ein Motorrad mitnehmen wollen und sind noch ein bisschen unschlüssig, ob wir da die Yamaha XT550 nehmen oder ich Maris Maschine abkaufe. Das heißt, heute auch wieder ein wichtiger Tag für die Weiterreise meiner Reise, um zu wissen und rauszufinden für mich, was für ein Motorrad begleitet mich die nächsten Monate, Wochen bis Klonki. Meine Harley ist über die große See geschafft hat, hier wieder zurück nach Deutschland. So lange muss ich für mich rausfinden, was für ein Motorrad begleitet mich, bis Klonki wieder da ist. So der Plan. Oh, so der Plan. Jeden Tag meiner Reise begleitet mich mein treuer Sponsor, die Insta360-Grad-Kamera. Heute die X3 mit am Start und ich habe ein Video gesehen auf Instagram. Da haben die das hier raufgeschraubt und aus dem Auto rausgehalten. Und dann sah es wirklich so ein bisschen aus wie eine Drohne. Und das Ganze will ich jetzt mal ausprobieren. Weil, Junge, das ist der längste Stab, den ich mir da besorgt habe, den es gibt. So hoch kommt meine Drohne nicht mal, Junge, Alter. Das ist der Plan. Ich werde mich jetzt so reinsetzen hier ins Auto. So. Fenster auf, raushalten und dann Abfahrt. This is the longest stick I've ever seen. Are you sure? Unsere Mission ist jetzt, den ganzen Bums hier rauszuhalten. Und man muss in seinem Leben auch mal die Komfortzone verlassen. Deswegen, oh Scheiße, halten wir das Ganze jetzt einfach mal hier in den Baumraum. Something about you feels so different. Yeah, you mess me up inside. It's like your energy. Oh, so eine Brille. Scheiße. Wie mache ich das denn so? Wir sind jetzt mittlerweile. Also, vielleicht soll ich nochmal von vorne anfangen, weil ich habe gerade Achselhaare. Aber egal, das lassen wir uns doch einfach mit drin. Reise hat begonnen. Was haben wir vergessen? Den Rasierer. Egal. So, es ist jetzt angefangen hier. Das laber ich eigentlich für den Kram. Aber egal, wir lassen das Ganze drin ohne Cut. Wir sind jetzt hier auf der Crossstrecke. Hinter mir kann man sehen, das ist halt die Crossstrecke. Ich bin jetzt gerade dabei, mich anzuziehen, die ganzen Sachen hier von Mari zu klauen. Und ich glaube, man merkt es schon, ich bin schon wieder ganz doll drüber und bin total gehypt und aufgeregt, was hier heute auf mich zukommt. Ich bin damals mal Cross gefahren in Kroatien und ansonsten natürlich auf meiner Reise hier und da mal ein bisschen Offroad. Wir werden uns jetzt hier mal anziehen und dann rauf auf die Strecke. Was? Oh. Ich hätte hier schon ausgelacht. Yeah.
beste Tag in meinem Leben. Tick. You saw how I was driving to... This is you, this is me. Sometimes I jump and then I give gas and then I let go and then I jump again and it was crazy. I thought I was gonna die. Oh, he was already going too fast. He should only use first gear. Why? Because you're so slow. No, I it felt so fast for me. That's the thing, it felt really fast. So slow. The thing is, he doesn't listen to me when I try to tell him, how the hell do you take these off? Oh, Digga, irgendwas ist in meinem Bauch. Ah, was tust du? Hä, was ist denn das gewesen gerade? Kannst du nicht mit einem... Guck mal, was ist denn da? Was macht ihr da für komische Position? Hä? Als ich raufgesprungen bin, ist irgendwas in meinen Bauch. Siehst du das? Wann hat dich gestochen? Weiß ich nicht. Ist da ganz rot? Mari ist wieder da, Leute. Ja, ich bin wieder zurück. Ich habe meinen Bruder zurück. Und sie fährt jetzt noch mal eine Runde, um Isa zu zeigen, Shaw und Oscar, wie man wirklich fährt. I'm gonna show Mari how to drive. Yes. Das war's an der Stelle mit dem... mit dem Video. War's das an der Stelle denn hier? Tschüss!